Okay, also ich brauche hier definitiv. Verdammt. Ah, das lohnt sich mal wieder überhaupt nicht hier. Vier, fünf, sechs. Warnung. Verschuldung erreicht kritischen Wert. Lade Maßnahmenkatalog zur Gegensteuerung ins Datenlog. Ja, lad mal den Datenlog. Ich habe keine Ahnung, was muss an Kaffee reichen? Ich glaube, das war hier hinten, wo der Kaffee, ja. Wieso? Ach ja, wegen 500 und ich hab. Ach du Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Hier hinten kann ich auch noch Öl verscherbeln, also. Ach, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Thorn kauft ja auch gerade nicht mehr ein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, wobei. Ein Ass habe ich ja noch im Ärmel. Sie wollen zu mir? Jein. Und zwar machen wir so viel draus und dann handeln und dann hauen wir das Zeug raus und dann handeln wir mit dem Zeug. Weil ich könnte schwören, Professor Devi kauft das Zeug en masse. So, dann hauen wir nämlich zum Öltransport. Hauen wir noch Kaffee mit rein. So. Muss reichen. Jetzt nehmen wir aber dich, laden hier wieder ein bisschen Carbon rüber. Das, das und das brauchen wir nämlich auch, weil jetzt müssen wir uns hier ansiedeln und Zucker anbauen. Das Blöde ist bei den Tags. Ich brauche definitiv noch Zeugs. Okay, es könnte sein, dass die hier ganz schön runtergefahren ist, die Produktion. Also ich glaube, hier von die zweite ist doch schon relativ nötig. Ach komm, wenn ich jetzt hier erstmal Zucker noch hab. Sieben Zuckerrübenfelder. Ich stell die mal ganz weit weg. Werte steigen. Zwei. Drei. Ah, verdammt. Vier, fünf, sechs, sieben. Das waren jetzt schon acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Was fehlt denn jetzt? Ah, Werkzeuge, echt? So, jetzt brauche ich nochmal Werkzeuge. Energieversorgung mangelhaft. Das war mir klar. So, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann brauche ich jetzt noch Straßen. Das war jetzt wahrscheinlich eine Geldverschwendung. Oh Gott, wir haben übelst wenig Kohle. Ah, Produktion auch noch gesenkt durch Energieknappheit. Da müssen wir jetzt mal kurz mit einer mit einem Windkrafträdchen nachhelfen. Prozent. Warum das? Ah, die Ökobilanz. So, dann brauchen wir jetzt aber noch... Nächster. Wir brauchen neu und das ist... Zucker. Den brauchen wir von hier nach da. Lassen wir aber so laufen. Bisschen effizienter. Indorado. Laden wir auf. Dann die Zucker ist hier wahrscheinlich mit bei, weil überhaupt nicht. Zucker. Und da laden wir ab. Zucker. Und dann nehmen wir jetzt erstmal unser Kommandoschiff. Aber es hat gerade jemand Rohöl gekauft. Wir haben gerade ordentlich Kohle dazu gekriegt. Einnahmen durch Handel bisher 11.000. Kann sein, dass jemand das ganze Werk Öl wegkaufen passt. Immer so unbedingt. So. Achtung. Produktionsstillstand. Keine Eisenschmelze. Okay, hier habe ich sowieso wenig. Hier habe ich... Es läuft wieder einigermaßen mit Bauzellen und Werkzeug. Sie dürfen mit niemandem über diesen Auftrag sprechen. Okay, so. 3 Tonnen Rohöl hat der gekauft. So. Am besten wäre hier noch einen Hafen, aber es wäre ein bisschen so. Wir haben 24 Zucker und schon maximalen Kaffee, echt? Wir lassen jetzt erstmal ein bisschen vorspulen. So. Ich hoffe mal, das funktioniert alles so, wie wir, so wie ich das jetzt haben möchte. Denn jetzt haue ich hier eine Synthesierungsanlage hin. Und hoffe mal, ja, dass das relativ schnell geht. Beziehungsweise auch vom Material her relativ schnell. Ja, sollte funktionieren. Und selbst wenn ich eine zweite Anlage bauen muss. Warnung. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Echt? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ist die Seuche? Hä? Ach da. Da bauen wir mal schnell das hin. Registriere Energieknappheit. Das fliegt jetzt auch schnell dahin und macht die wieder heile. Hoffentlich. Mach hinne.
Weil dann reißen wir das gleich wieder ab, weil das zieht so viel Unterhaltskosten und Energie und Ökobilanz, das können wir uns hier nicht leisten. Entwarnung. Seuchengefahr eingedämmt. So, jetzt ist es weg. Diese Stadt ist ein fabelhafter Ort für Wissenschaft und Forschung. Nobelpreis! Jetzt kriegen die... Also Kaffee ist enough. Zucker ist enough. Und jetzt kriegen die auch ihre Synthese-Drinks. Ich überlege gerade, eine zweite zu bauen, aber ich glaube, eine Fabrik müsste eigentlich reichen. Oder? Ne, eine reicht nicht. Registriere Energieknappheit. Das war klar. Das ist scheiße. Also Zucker wird schneller produziert als Kaffee, oder? Ich glaube, ich habe die Formel zum Glücklichsein gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch eine Frau dafür. So, hier werden jetzt nochmal die Produktion auf 100% gebracht. Dann sollte das reichen. Und die Synthese-Drinks laufen. Ha! Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich ordentlich Plusgeld. Und das können wir auch gebrauchen. Registriere Bewegung. Diese Entscheidung haben Sie wirklich Weitblick bewiesen. So. Nee. Ein Schiff zu erkunden, ja, das mache ich. Mache ich noch. Aber jetzt lassen Sie mich hier erstmal kurz arbeiten, Frau Rodriguez. Weil dann wird das hier erstmal gleich einen Cut geben. Haben die keinen Basalt mehr? Doch. Das funktioniert. Zucker funktioniert auch. Ich glaube, ich habe die Formel zum Glücklichsein gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch eine Frau dafür. Also das sollte definitiv reichen. Jetzt brauchen wir nur noch Bauzellen. Das ist jetzt das andere. Guck mal, also... Und dann brauchen wir aber erstmal eine ordentliche Zeit Plusbilanz machen. Weil sonst sieht das immer noch nicht gut aus für uns. Die hier haben doch noch Sachen. Das wird nämlich jetzt wieder rüber verladen. Das brauchen die da gar nicht mehr. Es können noch 48 Sachen Leute aufsteigen, also ich brauche definitiv mehr Bauzellen. Wir werden ja sehen, welche Konsequenzen sich daraus... Ach so, ja, scheitern. Gut. Aber man sieht, ich krieg langsam wieder Plus. Also langsam, naja. Es geht ins Plus. Und es sollte nachher auch reichen, um wie viel 1000 Genies? 1000 Genies, das geht doch. Ich brauche nur eine ordentliche Plusbilanz und dann funktioniert das alles, weil das nächste, was die wollen, sind Immunpräparate und Neuroimplantate. Spiel gespeichert. Und die sind leider nur unter Wasser anbaubar und das ist nicht gut, weil das kostet so viel Mittel. Naja, ich möchte jetzt noch eine Plusbilanz und dann setzen wir erstmal hier gleich einen Cut. Cut? Und die sollte ich aber erreicht haben, wenn entweder alle auf Dings sind oder ich noch einen ausbauen kann. Der alte Devi kauft unser funktionelles Essen auf und zwar das ganz schön bis zur Erschöpfung. Könnte das sein? Ja. Ihre Hilfe bei dieser Angelegenheit wäre für SAAT ein echter Gewinn. Und Rohöl kauft der Sack. Eine Akademie bauen, das ist einfach. Wollte ich sowieso eine bauen. So, wir haben gleich Plusbilanz. Und wir sind im Plus. Hey. Das ist noch ausbaufähig. Aber zunächst sehen wir uns erstmal das nächste Mal wieder. Ja, das war's dann erstmal für heute.
Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Anno 2070, die Tiefsee bei Philipp 14. Peace. Wir machen mal ein... wir machen mal einen neuen Spielstand, weil... Mir ist ja vorhin Anno ab und zu mal zugegangen. Jetzt machen wir Let's Play Anno 2, ja? Spiel gespeichert. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Philipp 14. Peace. Ciao.